Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Und jo, hier der gute Kollege ist ready. Den können wir uns mal rüberziehen. Und auch direkt hier freilassen. So, da haben wir Jebdal von Klaue von Jebalsack. Ja, der hat jetzt noch nicht die beste Rüstung. Den müssen wir erstmal mitnehmen nach Hause. Aber der ist ein guter Kämpfer, hat schon 1000 Erfahrung. Hat eine Falkata und kein Schild. Die macht auch einen Schaden von 29. Jo, dann komm. Dann lass mal nach Hause gehen, mein Freund. Diese Richtung müssen wir. Richtig. Ja, da sind die Kopfgeldjäger, da müssen wir nach Hause. Jo. Nehmen wir das Camp damit? Nein, ne? Nein, das Camp nehmen wir nicht mit. Das umlaufen wir. Voll daneben gesprungen, Alter. Jebal. Du Klaue. Du sollst mir folgen, habe ich ganz vergessen. Und bei uns zu Hause in der Base habe ich auch noch eine kleine Überraschung, während wir darauf gewartet haben, den hier zu dingsen. Jetzt rede ich schon wieder falsch rum. Darum, ne? Nein, da, meine Fresse. genau da wollte ich ja lang. So. Ja. Die Klaue hier. Wir werden gucken, wie der sich hier so alleine macht. Guter Mann. So, wir müssen hier runter. Und da unten sind natürlich wieder Krokodile. Ja, und zu Hause habe ich noch offscreen für eine Überraschung gesorgt. Ich hoffe, die ist, bis wir da sind, auch schon ready. Eine schöne Überraschung soll es ja werden. Hallo, Krokodil. Ach, wir müssen noch Leichen töten, fällt mir gerade ein, ne? Ach, jeweil. Leichen töten machst du hiermit, ne? Ne, nicht mehr? Leichen häuten. Ach, verflucht. Doch häuten. Ich vertue mich jedes Mal damit. Naja, kommen ja noch ein paar Krokodile. Siehst du? Oh, mein scheiß Schwert kann ich schon wieder reparieren. Guter Mann. Solle Wildfleisch kann natürlich gleich auch wieder raus. So. Aber ich muss auch mal ein paar davon mitnehmen. Hier funktioniert alles. Jawohl, ja. Muss auch mal ein paar von denen mitnehmen. Ich brauche das gute Fleisch, ne? Das heißt, ich brauche die ja auch. Ja, den Kopf, den kannst du jetzt langsam auch wegschmeißen. Hat hier mal so fliegen müssen hier. Schlimm. Ist ja schrecklich hier. Ja.
Ja, ich wollte von denen aber das Fleisch haben. Die Krokodile häuten wir gleich. Ich brauche noch ein bisschen was davon. Der Janos hat nämlich auch nichts zu essen mehr. Und Jebal braucht ja auch noch was. Ja, guck mal da. Das ist doch jetzt mal eine feine Sache hier. Da 200 Fleisch hier. Au. Blödes Krokodil, du wirst zur Handtasche hier. Also, ja. So. So. Da kommt schon das nächste. Hä? Wo? Halt, Cheval, das machst du jetzt mal fein alleine hier. Ich bin gespannt, wie du das hier reißt. Oh. Guter Mann. Ja. Wieder mal kurz gebissen hier. Bam. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Platz hier. So, da drüben wird es Zeit, ne? Ja, mit dem Fisch kriegen wir nichts Besseres als als Öl. Getrockneten Fisch vergammeln lassen ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Wundsekret müssen wir uns dann halt entweder von den richtigen Viechern besorgen. Aber ich habe auch schon mal ein bisschen was hingekriegt. Ich habe zum Beispiel gefunden, herausgefunden, dass der verderbte Stein, den machst du nicht in Dings. Boah, dieser Baum, ne? Kann man irgendwie dafür sorgen, dass der nicht mehr nachwächst? Ehrlich, ey. Der nervt mich so tierisch, ne? So. Also, wie gesagt, diesen verderbten Stein, den baut man nämlich in der Alchemistenbank. Da sind auch schon ein paar im Bau. 126, um genau zu sein. Und nicht hier, wie in dem Artikel stand. Gott sei Dank habe ich nochmal ins Wikipedia geguckt, da stand es dann richtig drinne. So, und hier haben wir jetzt auch schon zwei Wundsekrete rausgekriegt. Aber 50 verdorbene Fleisch bringen ein Wundsekret. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Das kann eigentlich in Müll. Bip, 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 bip. Haben wir hier. Bip. Mach mal an hier, das kannst du auch braten. Na komm. So, das wollte ich noch loswerden und das. Ich schmeiß hier schon wieder viel zu viel Sachen durcheinander, ne? Was haben wir denn hier Schönes drin, ne? Harz, Horn, Reißzahn, Reptilienhaut, kommt drüben rein. So, ich wollte sowieso bei dem mal gucken. Das haben wir noch. Eine Hose der schwarzen Hand haben wir noch. Ich habe den Hut, der ist für mich. So. Eine Weste der schwarzen Hand mit Rüstungswert 59. Der hat einen Rüstungswert von 84, ne? Guck mal hier. Gucken wir mal, was dir gleich noch fehlt. So, Schuhe an. Nicht den Hut auf. Nein, 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 nein. Was fehlt ihm denn noch? Was für die Hände? Was für die Hände? Ach, hier doch nicht. Hier haben wir noch die. Und was fehlt ihm noch? Naja. Er hat jetzt hier erstmal was für die Hände noch. Fehlt ihm noch was für den Kopf. Weißt was? Ich bin mal voll cool. Du kriegst die und ich nehme den. Warte mal. Den raus. Habe ich 376. Den rein 424. 456. Der ist zwar schwer. Kostet dann also auch Gewicht. Hier.
Jebdals Klaue hier. Oder Jebal. Wache halten. Im Feuer. Nein. Tut er nicht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier habe ich nochmal dicke Haut angeschmissen und so. Aber erstmal geht das ganze Leder nochmal durch. Ja, guck doch mal hier. Sieht doch schon gleich viel besser aus, ne? Jo, so, das haben wir, das haben wir. Ach ja, die Überraschung. Genau. Bla 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 bla. Oh, ist auch schon fertig. Yay, wir haben eine Tänzerin. Und die ist auch schon fertig. Geil. Coole Sache, das. So, tanz für mich. Tanz für mich. Jawohl. Kind, tanz mir die Verderbnis weg. Ja. Die kann aber gut tanzen. Ui. Ja, jetzt haben wir unsere Tänzerin, ist doch sehr geil. Die war aber vorhin noch Stufe 2, ist egal. Egal, wir haben eine Tänzerin, die Verderbnis verschwindet. Perfekt. Und unterhalten bin ich auch noch. Lalalala, lalalala. So, sie tanzt, sie tanzt, sie tanzt. Juhu, Breakdance kann sie auch. Die Verderbnis ist komplett weg. Wunderbar. So ist das vom Allerfeinsten. Quatsch hier, zack, zack. So, wir wollten in Richtung Norden mal gucken, ne? Also hier so. Naja, ich muss noch mal gucken, was der Stab zu erzählen hatte. Wo ist denn der? Wo ist mein Stäbchen? Wieso ist mein Stab weg? Wo habe ich den reingepackt? Oh Mann, nein! Hier ist einer. Da, er weckt. Oh, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Ja, acht und das kann. Ja, das kann hier mit rein zum Verrotten, ne? Dann lass mal schön hier verrotten. Ja. Das Wildfleisch ist doch geil. So, im Moment kann ich doch mal was klauen hier, ne? Nee, kann ich nicht. Endlich nur am Wildfleisch. So, die können hier nochmal mit rein. Ja, guck mal, nochmal 60 Alois. So, der Stab. Außergewöhnlich unbeeindruckender Kraft. Right before he went north to do battle with his half-breed son, Tyrus. I'll check the northern battlefield. Someone has probably smelled him. Das nördliche Schlachtfeld. Ach, halt die Gosche. Das nördliche Schlachtfeld. Ja, nördliches Schlachtfeld. Ist das hier irgendwo? Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das hier irgendwo. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu weit, ne? Ich glaube, da bleiben wir erstmal noch weg. Aber das ist ja auch nicht nördlich. Norden ist doch hier. Nördliches Schlachtfeld. Ja gut, von wo aus gesehen auch immer. Ja, ich möchte mich hier mal entlang schleichen jetzt. Hier an der Seite der Stadt entlang gehen. Gucken, was sich hier so findet, ne? Da gibt es ja auch noch Sachen. Ich würde sagen, ich laufe mal mit euch bis hierhin.
Und dann gucken wir ab hier, ab der Trapsas Ende Geschichte hier. Hier sind nämlich die Abschaumtiefen, der wir gucken dann hier Trapsas Ende und gucken mal, was es hier noch Feines für uns gibt. Ne? Das heißt, wir könnten theoretisch hier, also Richtung der Stadt, dann hier rum und quasi hier so quer durch. Okay. Die Richtung. Die ist aber jetzt nicht auf Folgen hier oder so, ne? Nee. Ach, herrlich. Nehme ich einen mit? Hier, du könntest mal ein bisschen Power vertragen, wa? Komm, mein Freund. Ist das wirklich die Richtung? Ja, es ist die Richtung. Okay. Aber ich sagen, wir machen hier vorne noch die Horde Krokodile weg. Moment. Ach ja. Also dieses Schwert ist aber auch unheimlich oft kaputt, ne? Es ist halt schön, wenn man wieder volles Leben hat hier. Ach so, wir müssen ja noch häuten, ne? Ah, Mist. Eins noch, das kriegen wir gleich noch. Ja. Boah, ist das schön, wenn man wieder vollste Ausdauer und Dings hat, ne? So. Kann ich das erstmal nicht hier loswerden? Ne, ne. Ich will ja jetzt nicht nur Leder farmen. Weil Leder habe ich eigentlich genug, ne? Schmeiß mal das raus und das raus. Und dann machen nur die dicke Haut da, ne? Also verstärktes Leder jetzt nur noch. Ein Leder macht er noch fertig eben. Gut, Stahl. Dann reparier das. Nenn ich das. Das Ding hier reparieren. Ja. So. Hole ich euch gleich dabei, wenn es ein bisschen spannender wird hier. Schmeiß den Stahl wieder zurück. So, jetzt aber. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe ein Problem. Ich habe jetzt alles durchgeguckt. Vielleicht kann mir jemand erklären, wie ich denn hier die Lebensanzeige ein- und ausschalten kann. Ich finde die Taste dafür nicht mehr. Ich habe irgendwas gedrückt, aber ich weiß nicht was. Auf jeden Fall zeigt er mir Leben und Ausdauer nicht mehr an. Was ich gerade mächtig blöd finde, ne? So, ja, hier hoch ist doch gut, ne? Ja. Ja. Wäre echt interessant. Wenn mir hier einer mal einen Tipp geben könnte, ich werde zwar auch noch ein bisschen suchen und rumprobieren. So, wir müssen hier einfach durch, ne? Was bist du? Eine Hyäne? Ja. Oh, Baby-Hyäne, nein. Oh, Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ich töte so ungern Babys. Jetzt wäre ich nicht verwundert, wenn die Jungs hier sauer auf mich wären, ne? Lass dich doch nicht immer beißen hier, mein Gott. Ja, diesmal lasse ich dich auch nicht alleine. So, ja, da. Oh, kleine Babys. Hier muss ich diesmal ein bisschen aufpassen, ne?
So, sind wir noch richtig? Sind wir noch, ne? Guck mal, so kurz hätte es sein können. Ich wusste ja nicht, was uns hier noch so erwartet, deswegen habe ich euch auch dabei geholt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Böses. Man weiß es nicht, ne? Hier sind überall Babys, die tun uns nichts. Wo sind denn eure Eltern, Mensch? Hier, komm, renn. Los, lauf. Lauf doch zu deinen Eltern. Der hat noch so ein Tuch da drum. Okay. So, dann sind wir jetzt gleich bei den Abschaumtiefen. Aber da möchte ich ja gar nicht so direkt hin, sondern quasi hintenrum, ne? Kann ich das denn oder muss ich da wieder lang, um da hinzukommen? Jetzt lass mal gucken. Wenn ich zu den Abschaumtiefen gehe, hätte ich hier oben rumgemusst. Gar nicht da, sondern darum. Jo, andersrum. Einmal den Rückweg, bitte. So. Da kommt schon wieder so ein kleiner Scheißer entgegen. Da müssen wir bestimmt auch noch mal hin. Aber ja, heute ist mal wieder ein bisschen Erkundung angesagt. Erkundigung. Und dann auch in Gegenden, wo wir noch nicht waren. Also hier rum, richtig oder was? Jo, genau. Dann kommen wir gleich hinter die Abschaumtiefen quasi. Wenn das alles so stimmt, was ich hier mache und erzähle, ne? Oh, irgendwie ist ganz schön viel Gelbstich da drinne. Wahrscheinlich hier wegen dem scheiß orangen T-Shirt, ne? So, jetzt hängen wir hier mittendrin. Ja, egal. Dann darum. Wir waren halt hier noch nicht, ne? Aber wenn du nicht rumläufst und nichts entdeckst, dann kommst du auch zu nichts. Dann kommen wir auch zu nichts. Guck mal da oben. Okay. Ja, da kommen wir jetzt gleich runter. Sehen wir hier irgendwas? Also da. Da sind wir hinter den Abschaumtiefen. Und da will ich ja hin, ne? Ich meine, jetzt haben wir hier auch so viele interessante Orte. Aber nein. Wir gehen jetzt hinter die Abschaumtiefen. Obwohl da oben, das sieht auch recht interessant aus, ne? Da, diese Bunker da oben. So ein bisschen schissig darf ich sein. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten tut. Ach, hier sind wir. Hier ist doch dieser Ausblick, ne? Lass mal gucken. Lass mal zeigen. Ja? Hab's das Ende? Ja, Algars Aussichtspunkt sind wir. Oh, da kommt man ja viel einfacher auch hier hin. Was ist denn da unten los? Ach so, nix. So, und wir wollen jetzt aber an der namenlosen Stadt entlang, ne? Da, das wird sie sein, oder? Wenn ich das darf, natürlich, ja. Dann wird das hier die namenlose Stadt sein, ne? Ja. Dahin ist der komische Dings, wo wir nicht hingehen sollten. Dieses komische Tor, was uns tötet. Also eher Map-Grenze, würde ich sagen, ne? Ja, aber auch. Das heißt, da geht's gar nicht. Und da will ich auch gar nicht lang, sondern da, ne? Richtig, hier lang.
Ich dachte schon, hier geht's jetzt auch tödlich zu Ende, oder was? Das ist wahrscheinlich diese Grenze, wo wir mit unserem Armband nicht hin dürfen, ne? Hier ist die namenlose Stadt, genau. So, quasi geht's jetzt für uns da lang, ne? Das hätten wir aber auch einfacher haben können, oder? Also da darf ich nicht lang. Muss eben ein bisschen aufpassen, wo ich hier lang darf und wo nicht. Hier wahrscheinlich. Schön hinter diesen Teilen bleiben wahrscheinlich, ne? Wird das irgendwann freigeschaltet vielleicht? Wenn ich die Artefakte alle hab und das Armband ablegen kann oder was? Möglicherweise, ne? Ja, die nächste Runde werden wir auch hier auf Entdeckungsreise gehen, ne? Wir müssen für ihn mal zwischendurch was Essbares kriegen. Aber hier sieht nicht so aus, als wenn hier überhaupt irgendwas ist. So, aber, ja. Ja, wir hätten auch durch die Stadt gehen können. Aber nee, ist ja voll Arbeit. Hier ist ein Stein runtergekullert. Warum auch immer? Ich will hier mal nicht zu weit gehen, ne? Ich habe auch keine Ahnung, hier ohne Lebensanzeige ist das echt scheiße. Also hier ist komplett Grenze, ne? Grenzgebiet. Da ist der Weg in die Freiheit. Hier ist auch kein Opfer oder Gegner oder was auch immer, ne? Aber jede Menge Eisen. Sehr geil. Gut zu wissen, ne? So, nu? Und jetzt? Jetzt müssten wir da lang dürfen, ne? Weil, wenn ich das richtig sehe, ist nur da die Grenze. Aber hier nicht mehr. Okay. Boah, verflucht ist hier viel Eisen. Verdammte Scheiße. Sehr geil. Da oben ist irgendwie so ein blaues Symbol. Hier ist irgendwie gar nichts, ne? Wie sieht's denn? Ja, ich weiß doch alles nicht. Ich sehe das Ganze nicht mehr. Oh. Eine tolle Stadt. Ein Nashorn ist scheiße. So, wir sind jetzt hier. Okay. Ich würde sagen, wir steigen morgen hier ein und checken mal die Lage hier. Du bist bereit, ne? Wir werden ganz vorsichtig sein, einfach uns mal umgucken. Dann checken wir das morgen ab. Jo, so machen wir das. Dann lass uns hier mal eben ein bisschen Ruhepause machen. Jebal. Ja, und ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Und eure Kommentare freue ich mich natürlich jedes Mal drüber.
immer wieder hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.